Und zwar ein bisschen attraktiver, weil ein großer Teil dieser Ausbildung ist eben noch auch diese Göttlichkeit anzunehmen und dieses Wort göttlich, ja, absolut loszulösen aus der Verbindung von Kirche und von Religion. Und ich sage es immer wieder, ich kann es nicht oft genug sagen, oft sind es eben die Vorstellungen über Gott, das Göttliche, ja, dass Gott straft und diese Sündengeschichten und so weiter, die uns immer beigebracht werden, die uns eben davon trennen, in unsere volle Power, in unsere volle Kraft, in unsere volle Schöpferkraft und eben auch die Kraft, wirklich unsere Welt, unser Leben zu gestalten für uns und andere. Und diese Kraft wieder in uns zu integrieren und keine Ablehnung mehr zu haben, keine Vorurteile, kein falsches Verständnis von dem Göttlichen, von Gott, oder? Das ist ja nur eine Personifizierung des Göttlichen, der göttlichen Energie, was wir damit Gott im Himmel beigebracht kriegen. Also der letzte habe ich beim Spazierengehen, habe ich einen älteren Mann getroffen und da war irgendwas und ich bin erschrocken und habe gesagt, oh Gott, oh Gott. Und dann hat er gesagt, der Gott ist da oben im Himmel. Ja, das sind so diese Sachen, die wir in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, in unserer Struktur weltweit beigebracht haben, die uns komplett trennen und uns eben auch davon trennen, dass wir uns und andere heilen können und all diese Kraft in uns wieder anzapfen, aus dieser Kraft herauszuleben. Das ist einfach die Mission von der Anja und von mir, weil wir selber einfach an uns gemerkt haben, was das den Unterschied macht. Es macht einen Unterschied, ob du Reiki machst. Es macht einen Unterschied, ob du Energy Healing machst oder ob du göttliche Heilung machst. Es macht so einen großen Unterschied. Und dieser Unterschied, sag's nochmal, liegt in der Beziehung zu der wahren Göttlichkeit in uns selber, die wir nicht aufbauen können, wenn wir da noch Belastungen haben. Genauso wie Belastungen Geld gegenüber. Wir können nicht ein finanziell freies Leben mit genügend Geldfluss rein und raus über uns manifestieren, wenn wir eine Ablehnung gegenüber Geld haben. Und es sind meistens so tiefe. Ah, ich sehe was. Hallo Sandy. Das ist cool. Jetzt zeigst mir doch hier die Kommentare auf. Hi, hi. Genau. Also, und das war auch gestern noch mal so ein Teil davon. Ein männlicher Teilnehmer, über den wir uns natürlich ganz besonders freuen. Ein männlicher Teilnehmer. Wir haben eben gerade auch dann angefangen, wirklich erstmal noch diese Geldgeschichten zu heilen, weil das ist einfach so eine wichtige Sache. Und bei dem, der hat wirklich viele Aufs und Abs gehabt in seinem Leben, finanziell Hochs und absolute Tiefs, die dann irgendwann mal in einem Burnout geendet haben, natürlich. Und wir haben diese Überzeugung, die ihn wirklich ins Burnout getrieben hat, die ihn zwar auch erfolgreich gemacht hat, aber auch ins Burnout getrieben hat. Gleichzeitig haben wir, plupp, kam die hoch, konnte die klar werden und wurde die gelöscht. Ja, und das ist nicht etwas, was das menschliche Gehirn kann, sondern es ist etwas, was wirklich unsere Divinity, unsere Göttlichkeit in uns ermöglicht, das für uns und für andere zu tun. Und ich will es kurz fassen heute. Die Anja und ich, wir haben heute Morgen nochmal gesprochen und haben gesagt, mein Gott, was gar wieder passiert ist gestern in diesen 2 Stunden. Wir müssen es mehr Menschen zugänglich machen, zumindest die Erfahrung, was da passieren kann. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen nächste Woche, also eigentlich diese Woche. Wir fangen am Sonntag an um 10 Uhr, machen 4 Sonntage am Stück. Wir laden euch zum wirklich Kennenlernpreis von 49 € für 4 Sessions, für 4 Sessions ein mitzumachen, euch anzumelden, weil das so
ist. Es ist genial, was da passieren kann, wenn man sich da endlich mal wieder drauf einlässt. Und es ist ja nur ein Zuhause kommen. Hallo Sandy. Ich meditiere seit Wochen jeden Abend mit Deva und Mitten und ich muss fast jedes Mal weinen und weil ich tatsächlich das Göttliche so intensiv spüre in mir und überall herum, so der Hammer, so schön, so wohltuend, so heilend, genau. Weil dieses Göttliche, das wohnt in uns und es wurde uns so dermaßen ausgetrieben und es wurde uns auch nie beigebracht, wie wir uns verbinden und wie wir damit kreieren, wie wir damit heilen, wie wir manifestieren. Und es ist so, so eine schöne Geschichte. Und da die Menschen wieder zurückzubringen zu ihrem Ursprung, das ist wirklich die Mission von der Anja und von mir. Und wenn man es nur mal spürt und fühlt, genauso auch wie du geschrieben hast, Sandy, und sieht, wie einfach das eigentlich ist, wenn man sich es einfach nur erlaubt, weil man es von jemandem, das ist halt immer, wir lernen voneinander. Und das ist ja auch dieses Schöne, sonst könnten wir ja einzeln einem dann auf Inseln wohnen. Und dieses zu spüren am Körper, das ist einfach so schön. Wirklich, meldet euch an. Wir haben gesagt, wir machen es jetzt 4 Sonntage am Stück, jeweils um 10 Uhr, wie eine Yogastunde, oder? Weiß nicht, ob ihr überhaupt schon auch wieder in Yoga in person gehen könnt. Wir haben einfach gedacht, 10 Uhr Sonntag ist eine coole Zeit. 49 € für 4 Sessions. Das ist auch eigentlich nur ein symbolischer Preis der Wertschätzung. Aber es geht wirklich darum, einfach zu sehen, was passiert, wenn ich das spüre, was passiert, wenn ich merke, wow, das ist ja da, das steht mir zur Verfügung, ich kann es einsetzen für mich und für andere. Und ja, das ist einfach unsere Mission und auch in dieser Ausbildung auf ganz, ganz einfache Art und Weise, die du jederzeit für dich einsetzen kannst. Einfach das runtergebrochen auf eine Vorgehensweise, auf eine Systematik, auf eine Regelmäßigkeit, auf ein Toolset, auf einen kleinen Werkzeugkasten, der dir einfach hilft, diese Hemmungen noch zu abzulegen und zu sagen, ja, wie mache ich das? Mache ich das richtig? Und wir sind ja alle immer so, und kann ich das denn und darf ich das denn? Es geht wirklich nur darum. Ich behaupte überhaupt nicht, dass es nicht jeder einfach nur so kann. Wo und wann müsste ich mich anmelden? Ja, Sandy, ich habe vorher gesehen, ich habe tatsächlich hier in dem Post vergessen, den Link zu posten. Mache ich gleich. Ja, du wirst es gleich auf dem Internet finden. Hey, cool, jetzt sehe ich mich sogar selber. Es ist ein richtig geiles Tool hier, dieser Live-Producer auf Facebook, wenn man mal weiß, wie er funktioniert. Genau. Also mega, mega cool. Ich danke euch schnell fürs Zuhören und ich werde jetzt die Woche immer noch ein bisschen darüber berichten, weil es einfach so, so schön ist. Ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag. Ich bin immer noch übrigens im Nachthemd. Ich liebe das. Einfach sich inspirieren lassen. Und ich habe da eben schon die Landingpage gemacht für diese 49 € Meditationsgruppe und Kaffee getrunken und mich einfach nur riesig gefreut. Und ich bin so glücklich, dass ich es rausgefunden habe, diesen Schlüssel zu so einem Leben und teilen, 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 teilen. Weil wenn ich es kann, dann kann es jeder. Also, ciao zusammen.